Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, an diesem Samstag der vierten Osterwoche, dem 9. Mai, sind wir wieder bei den Jüngern im Abendmahlsaal. Während wir gestern von Thomas diese berühmte Frage gehört haben: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie sollen wir da den Weg kennen, ist es heute der Apostel Philippus, der den Herrn bittet, ihnen einfach den Vater zu zeigen. Es ist doch für uns erstaunlich, dass die Jünger, obwohl sie schon so lange mit dem Herrn unterwegs sind, offenbar noch immer nicht begreifen, wer da vor ihnen steht, wem sie da nachfolgen. Sie haben Mühe zu begreifen, was Jesus ihnen da in dieser Stunde sagt. Es ist für uns erstaunlich, aber zugleich ist es auch sehr trostvoll. Die Jünger, die hier mit dem Herrn beisammen sind, die sein Wort hören, die mit ihm im Abendmahlsaal versammelt sind, haben Mühe zu begreifen, was Jesus ihnen sagen will. So wie wir oft Mühe haben im Verständnis des Auftrags Jesu, der an uns ergeht. Auch wir hören ihn, wenn uns die frohe Botschaft verkündigt wird. Auch wir sind mit ihm im Abendmahlsaal versammelt, wenn wir das heilige Messopfer feiern. Auch wir sind in seiner Nachfolge unterwegs. Und so oft mangelt es am Verständnis der Tragweite dessen, was Jesus für uns, für unser Leben, für diese Welt bewirkt. Die Antworten des Herrn an den Thomas: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und an den Philippus: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, die dürfen uns ebenso auf den Weg des Verständnisses führen wie die Jünger damals. Wenn Jesus das Leben ist, wozu woanders suchen? Wenn er die Wahrheit ist, wozu sich zufrieden geben mit Halbwahrheiten, mit Meinungen und Mutmaßungen? Wenn er der Weg ist, wozu andere Wege suchen, mitunter solche, die nur auf dem eigenen Willen, mit dem eigenen Ich im Mittelpunkt aufgebaut sind? Wenn wir durch Jesus, den allmächtigen Gott, unseren Vater erkennen dürfen, wozu an Jesus vorbei, an seiner Kirche vorbei, die der mystische Leib des Herrn ist, Wege zum Vater suchen oder sich selbst ein menschengemachtes Bild von Gott erzeugen? Das Unverständnis der Jünger darf uns Trost sein, in unserem eigenen Unvermögen die Wege Gottes wirklich richtig begreifen zu können, erkennen zu können, wer uns in Jesus Christus wirklich begegnet. Die Antworten des Herrn sind Gradmesser für uns, für unseren Glauben, für unser Tun, das aus dem Glauben dann resultieren soll. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Samstag. Gelobt sei Jesus Christus. Musik.